Bremsen mal einmal 7. Mal gucken, wie es jetzt ist. Fährst du mit dem. Er fährt mit dem starken Ding, oder? Mit dem starken, mit der GTE, schätze ich mal. Boah, was ist jetzt? Und schon geil, oder, Techni? Nee, ich mag das Spiel ja eigentlich nicht. Ich mag den Assetto Cord auch nicht. Aber das Geld gibt's da, jetzt muss ich ihn mögen, weißt du? Versteh ich schon. GT3, ja, gut, den nehme ich jetzt auch mal. Ja, der ist halt ultra stark. Aber sie haben ihn geschwächt. Was? Den ja, der war viel stärker. Der war doch das Auto, wo ich gesagt habe, dass ich die Zeit so krass gefahren bin in Nürburgring. Ist nicht mehr so stark. Der M4 GT3 2022, ne? Nee, 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 der ohne nichts, ohne Zusatz. Ganz oben immer ist der meist. Der 2022 ist der gleiche, nur anders gemoddet. Und der hat halt auch ein gutes Setup von Haus aus. Bei diesem DRM-Mod, ne? Da ist ein PDF dabei und ne? mit Deutsch und Englisch, mit Erklärung für die Installation und so. Also süß. Und ist dann voll geil. Die auch, wie die an die Daten gekommen sind und was die da, ne, keine Ahnung, ne, 3 Festplatten, 2 Lenkräder, so und so viel, seit, weiß ich nicht, 6 Jahren an den Mods gearbeitet, also an den Fahrzeugen. Mhm. Dreimal kurz davor gewesen, das Projekt nicht abzuschließen. Ach so, genau. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, und genau sowas ist dann halt auch Geld wert. Ja, es ist bei, ich habe ja auch schon einiges gekauft. Es ist cool, was sie manchmal zuschicken. Okay, ich darf niemals wieder über diesen Curb. Ja, Assetto Kurt, ich bin da heute mal so eine Testrunde gefahren. Und es ist ganz anderes Fahren. Du musst so vorsichtig mit dem Gas sein. Du musst nur mal gucken, ob ich nicht noch irgendwas einstellen muss. Was ich jetzt vom Lenken her sehr seltsam fand. Also ich musste sehr stark einschlagen, immer. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber brauchst du halt rundes Lenkrad, oder? 10 Minuten. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ich bin nicht oft über den zweiten Gang rausgekommen, aber es lag noch an der Strecke. Ich sehe es erst jetzt, Jens. Ich bin 0,034 vor dir. Gar nicht gemerkt. Weil jetzt haut Technik eine Runde raus hier. Jetzt hat er starke Auto gefunden. Mit dem müsste ich aber schon leicht um Technik. Das ist echt stark. Kennst du ihn eh vom Nürburgring? Und da ich die identische Zeit gefahren bin wie mit dem Ferrari, was meine zweitbeste war, gestern zumindest, dachte ich mir, okay, komm, der ist nicht mehr so okay. Der hat nur ein gut eingestelltes Setup auch, muss ich sagen. Ja, ein Haus aus. Der eine Porsche, ne? Der URD, den in der URD schimpft das. Ich habe den extra umbenannt, weil die dürfen ja wegen Copyright-Gründen das nicht so nennen. Bei denen heißt es halt GTE. ETG oder so. Oder TEG. Total verwirrt. War direkt hier in der Rumpelbude jetzt nach dem smoothen McLaren. Ja.
Den freue ich mich auch schon, zu erklären. Auch Boss Feedback muss ich einstellen. Ich muss die nächsten zwei Tage auf jeden Fall meine Steuern machen, fertig machen. Sonst kriege ich Ärger, letztes Jahr schon gesagt, noch einmal. Ne, ich war halt, wenn ich nochmal drüber komme, dann muss ich Strafe zahlen. Obwohl ich war genau, an dem Tag habe ich es rausgehauen. War halt online, ne? Und die haben halt schon einen Brief weggeschickt gehabt. Ja. Die haben mir gesagt, frisst, bis dann. In England oder London meine ich, oder was? Keine Ahnung, ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, alles gut, ich muss nur ein paar Sachen zusammensuchen. Hab hier eh alles da. Nur das Ergebnis ist halt immer traurig. Ich will nicht schon wieder hinschreiben, 5.000 bis 6.000 Minus mit Gags4 pro Jahr. Das bricht mich jedes Mal. Aber ist halt so. Mal schauen, was es dieses Jahr wird. Letztes Jahr meine ich. Richtiges, also in diesem Ding ist richtiges Abenteuer hier im Ferrari. Also das Force Feedback ist ja krank. Sector 1 ist 0.6 auf der Base. Bitte nicht über den Curb Gags. Wenn du hier über den Curb und fliegst du. Ich habe hier 0,3 Sekunden verloren. Frech. Ich konnte nicht aufhören zu rutschen. Das kannst du bei dem Lenkrad nicht machen. Ich habe keinen Lock. Das ist diese Experimental Version. Das ging nur beim. Das ging beim Trustmaster gegen das. Oder meinst du nicht das? Dass es lockt, das Lenkrad und so und wie ein echtes macht? Ich habe keinen Lock bei mir, bei dem Lenkrad. Steering ist für die Idee. Man kann mal schauen. Wenn es nicht aktiviert war, dann nicht. Nee, nee! Ja, okay, jetzt kann ich schauen. Was soll ich machen? Im Custom Manager. Settings. Content Manager, Assetto Quasar. Mein Wending! Ist der Jens wieder eingeschlafen? Nö. Oh, ist konzentriert. Ja. CSP. Ja. Und dann? Cars Config. FFB Tweak. Ui. Habe ich? Ah, hier, schau mal. Intended for Direct Drive Wheel Users Only. Anders. Output to Wheel Steering Force to Wheel.
Wheel Peak Torque 35. Das ist aber 8. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Blub, blub. Strocken, danke dir. Was geht? Wir sind hier im Racen. Bist du auch Racing-Fan? Dankeschön. Für was, wie lang denn? Halbes Jahr schon. Das ist ja krass mit dir. Wer bist du denn überhaupt, Kappa? Was geht? Was treibst du noch? Dankeschön. Ich bin am Racing, sitze hier in der Küche. Ich muss das schon auf 8 stellen, oder? Hier, Ja, okay. Gerade Fortnite mit Frau? Wurdest du gezwungen? Schreib ein Ausrufezeichen, wo du gezwungen wurdest. Oder 2 Punkte nebeneinander. Zwinker einmal für Ja, zweimal für Nein. Ach, du machst es Free Willy. Okay. Ja, geil. Dankeschön für die Unterstützung. Ich habe noch nie gespielt, das Spiel. Aber mit Frau macht alles Spaß. Aber na, nicht so sehr ärgern, sonst gibt es nachher keine After-Fortnite-Sex. Wer weiß, wie ich meine. Muss ich auch Override Cast Setting machen oder was? Forces real feel on essentially disabling the power steering on a car, not using extended physics. Hab ich. More physical accurate. Hab ich. So passt das. Und nicht Overite, oder? Hier, nicht Overite. Ich bin ja am Fahren jeden Tag und am Trainieren. Ich möchte, möchte besser werden hier. Nein, okay. Da bin ich mal gespannt hier. Also, wenn ich jetzt gar nicht mehr fahren kann, dann, wegbannen hier. Macht ihr das... Also habt ihr schon öfters zusammen was gespielt hier? Macht ihr Battle Royale zusammen? Geil, mit einem Team. Super, Duos einfach. Das ist geil. So. Aber ich habe die Settings nicht gespeichert. Scheiße, die ich gemacht habe, die Veränderungen. Na gut, fahren wir einfach. Also falls ihr es komisch anfühlen wird, können es immer noch aufmachen. Also können es immer noch ausmachen. Mal schauen. Yellow flag, your exit is clear. Watch the white line. Weiß nicht, ich glaube, es ein bisschen schwächer ist oder anders. Fühlt sich aber okay an, keine Ahnung. Bei dem Auto ist das Force Feedback eh ganz anders gewesen als bei den anderen. Wahrscheinlich hätte das Setup speichern sollen, hier einfach rausgehen. Aber wenn es auf der Straße crasht, lieber es umstellen willst, dann gehst du raus.
Oh, okay. Weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt sogar vor ABS ein bisschen genauer, also was heißt ABS? Die Reifen blockieren. Ich spüre das Auto intensiver irgendwie. Keine Ahnung. Habe ich jetzt direkt drei Bände aktiviert oder was? Sehr schnell ist gut. Ja. Okay. Ich mach grad mehr Kammern DRM an, aber das ist irgendwie seltsam. Okay, bergauf war das jetzt genauso schwer wie vorhin. Was ist seltsam? Das ist halt ganz anders, das Fahren. Ich habe extreme Probleme zu lenken. Also ich habe das Gefühl, ich schiebe nur über die Vorderräder. Ich komme um keine Kurve. Und so langsam fährt hier die AI nicht. Ich glaube, ich mache mal. Oh. Ja, noch ein Feierabend. Technik. Ja. Meinst du mich, Kurt? Welches Auto? Also ich habe jetzt zwei ausprobiert von den DRM und die sind beide vom Verhalten her gleich. Also extrem vorsichtig muss man mit dem Gas sein, das ist ja in Ordnung, da gewöhne ich mich dran. Aber sobald es dann auf die erste Kurve zugeht, also ich kann auch, also ich muss mein Lenkrad extrem einschlagen, dass ich überhaupt lenke. Also mehr als 90 Grad und selbst dann fahre ich doch geradeaus. Stimmen denn die Lenkbewegungen? Vom Lenkrad? Ich habe nichts umgestellt. Ist ja egal, einfach schauen, bestimmt. Ja, du lenkst, dass das Lenkrad sich genauso viel bewegt. Weißt du? Ja, wie gesagt, ich muss mir da mal in Ruhe. Ich habe es heute nur runtergeladen, installiert alles. Also ein großes Plus war, weil es halt auch okay. Gibt, aber naja. Und hast du geschafft Zeit mit dem Ding? BMW? Gute? Nee, da kam ich gerade gar nicht mit klar mit dem BMW. Zu einfach, ne? Nee. Einfach. Ja, ist eine ganz andere Fahrweise, aber ist halt ultra entspannt zum Vergleich zu anderen, finde ich. Ich finde, der McLaren ist einfacher zu fahren. Ja, weil, ja. Aber dafür langsamer. Naja, ich sag mal, wenn Technik da sein Setup drauf knallt, dann okay. Ist da bestimmt noch einiges drin, ne? Gut, dann ich guck mir das mal morgen in Ruhe an. Die Zeit ist. Die sind alt, wenn ich damit starte mit den Reifen, das sehe ich schon. Die haben einen extrem hohen Reifendruck. Sector 1 ist 0.47 off the pace. Oh. Ey, wie bin ich denn, ich verliere immer so viel Zeit, wie bin ich denn eigentlich da gefahren in der Kurve? Ist total witzig.
Schauen wir, ob ich wieder das gleiche gemacht habe wie vorher. Bisschen übertrieben hier. Was sagst du zu den Frames eigentlich, Techni, bei der Strecke? Hast du hier weniger? Ich nicht drauf geachtet. Ist flüssig gefahren. Also ich habe hier anstatt meine 126, 130 habe ich hier 85, 87, 88, 90. Ist schon grafisch aufwendigere Strecke. Aber sieht doch gut aus. Stillen sich mal um Mitternacht ein Tablett nehmen. Müsst du da ins Wohnzimmer? Spray und Tabletten. Anstrengend. Ist mir immer schlecht nach diesem Spray. Deinen warmen Fliesen, der Boden jetzt wirklich Lava, ne? Ja. Echt so. Obwohl ich ja Hausschuhe anhab, sonst ich kann ja nicht auftreten, aber. Ist echt so, ja. Ist mit dem Auto jetzt wieder eine Challenge, vielleicht zum anderen jetzt. Finde ich geil. Aber Force Feedback ist bei dem einfach krass. Übertrieben stark manchmal. Tatsächlich das erste Mal auf den Pitstop-Knopf versehentlich gekommen. Dann? Alter Schwede, was hab ich? Bist du sofort in der Box oder was? Guck dir mal, geil. Was denn? Guck mal Zeiten an. Habe ich doch gesagt vorher. 0,0034. Ah. Das ist, was ich gesagt habe. Ach so. Du meinst es nicht? Okay. Ich hab Jens gesagt, also ja, ich meine Jens, nicht dich. Ja. Heißt ja auch Jens und nicht Jens. Ja, das ist ja auch eingebürgert, ne? Der Jensy Boy! Der Akkord! Assetto Jens, Assetto Techni, Assetto Keks. Also eigentlich fahre ich hier wirklich nur rennmäßig, so versuche möglichst gar keine Fehler zu, also keine schwerwiegenden Fehler zu machen. So dass man mal ein Rennen mitfahren kann, ohne dass man ständig rausfliegt. Mhm, hatte ich vorhin auch gemacht, wie ich gemeint, ich fahre gemütlich. So diese, erstmal die Quali-Stints, dann die Rennstints, so wie sie es halt in Echtheit machen im Training. So, ich fahre ins Bett, Jungs. Boxenstopp? Oh. Box, 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 Box. Ja, Technik. Bist du Sonntag wieder dabei? Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Bist du Samstag wieder dabei? Okay. Sitzt du morgen aus, was? Ja. Morgen bist du real life. Ja, kann sein, dass das auch bei mir ansteht. Aber mal schauen. Vielleicht morgens ein bisschen. Mal gucken. Okay, ja. Möglicherweise morgens. Vielleicht sind wir ja dann noch wach. Maybe? Nee. Muss mich lang machen. Okay. Ich weiß ja nicht, welches Morgen du meinst. Manchmal bist du ja sehr früh wach. Ja. Nee, nee. Er meinte das morgen in 3 Tagen. Okay. Gute Nacht zusammen. Na. Ich sag schon, tut mir leid, Jens. Schau mal die Zeit gleich. Gute Nacht. Bitte. Tschö. Ja, ich achte nicht auf die Zeiten. Ich hab die ausgemacht. Aber jetzt. Ich will gar nicht wissen. Zack.
Brauchst mir auch nicht sagen. Hab ich nicht. Ich versuche halt an meine BMW-Zeit ranzukommen. Und das ist halt kritisch. Da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. Aber ich muss sagen, Jens, ich muss dir mal was sagen. Darf ich dir was sagen? Ja. Ich hab dir das schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin stolz auf dich. Das ist gut gemacht. Besonders an der Strecke bist du dich super zurecht und du tryhardest halt, wie auch immer. Das ist geil. Richtig die Leidenschaft. Da kann sich Tietje eine Scheibe abschneiden, weißt du, ich meine. Paar Tagen kriegst du ja mal ein erstes Geld, ne? Ja. Über was machen wir das? Also über welches? Entweder PayPal Friends, also mir ist das eigentlich egal. PayPal Friends ist doch eine gute Sache, oder? Ja, das ist die beste Sache, ja, ist die beste. Ja, mal spannend. Hast du ja keine Gebühren unter Freunden? Genau, lügen wir mal die Welt an, dass wir Freunde sind. Tu mal, als ob wir Freunde wären. Internet-Freunde. Das klingt irgendwie pervers. Lass mal lieber, sagen wir einfach Freunde. Ja. Internetfreundschaft mit irgendwie immer. Freunde. Was für ein Ding? Mit Vorzügen, was? Plus? Welcher Plus? Was? Hä? Was hast du gesagt? Ich hab nicht verstanden. Livecam-Freunde. Das, oh Gott, das kann sein, dreh ich mich gleich. Kleine Schniedel in die Kamera halten. Wenn du den Pit aussiehst, kannst du damit richtig Geld verdienen. Oh nein, zu spät gebremst. Der Spruch hat selbst mich gerade geschockt. Ich hab's auch einmal hingekriegt, so richtig schön zu sliden. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Rutscht. Was ich geil finde, dass das Lenkrad funktioniert, dass es geht, dass du zufrieden bist, soweit. Weißt du? Das finde ich toll. Naja, das stand ja auch die meiste Zeit bei dir noch rum, ne? Ja. Also ich habe das, du hast es mit, das ist safe schon mehr benutzt als ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube vorhin standen 50 Stunden so ungefähr. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. War was? Ich weiß, glaube ich, noch, wie ich noch ein bisschen bessere Zeit fahren kann. Das ist gut. Solange man das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hat und denkt, weiß, dann macht man weiter. Ich hab eher gesagt, das Auto fahr jetzt erstmal 1000 Runden. Ich konnte es beim BMW nicht mehr. Weißt du? Also ich bin gefahren und wenn ich 40 Runden nicht kein Progress sehe, dann brauche ich mal kurz was anderes, weißt du? So, mit welchem bist du jetzt gerade unterwegs? Scuderia Ferrari. Das scheint auch stark zu sein. Dem ich eigentlich am Garoring die dänischen Zeit gefahren bin. Aber nur weil ich mit dem Ferrari viel mehr gefahren bin als mit dem BMW, sonst hätte ich da noch bessere fahren können. Ach Gottes Willen, ey. Diese Kurve war mich psychisch, tötet die mich.
Morgen fährt man bestimmt Xanthan, die mit dem Baby mal eine Runde nochmal schauen, was sie da rausholen können. So eine 1,33 traue ich ihm locker zu. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Jo, richtig schön. Dann kann ich jetzt meine Tablette nehmen. Verstehe nicht mehr, warum das nicht mehr funktioniert mit den Shortcuts. Die Shortcut von diesem Programm geht nicht mehr. Fuck. Das wir letztes Mal eingerichtet haben. Das ist anders, das ist da, aber es geht nicht mehr. Doch. Wo du meintest, mit Vordergrund muss das immer sein, ne? Genau, das habe ich jetzt gemacht, dass es immer Vordergrund ist. Ich hab immer das auf das draufgeklickt. Das ist quasi mein Programm, was immer Vordergrund ist. Aber es ging jetzt einfach immer nicht mehr, keine Ahnung. Ich kann aus anmachen, im Stream geht's, aber da geht's nicht mehr. Ich kann mal schauen. Kurz. Häuschen, 5 Minuten, muss mein Spray nehmen, kurz durchatmen. Und dann, mal schauen. Die Lösung. Mal restarten das Programm oder mal schon wegen dem Numpad vielleicht schon geschaut, wegen Numlock. Jetzt hier weg. Das da. Nee. Dann wieder an. Ich glaube irgendwie, dass das Numpad nicht richtig ist. Also Numlock, ich schau mal drüben. Okay, da bin ich mal kurz hier wireless. Mach mal hier 3. Genau. Ist das nicht synchron hier? Okay, jetzt ist synchron. So, mal gucken. Irgendwie hätte ich Bock auf eine geile Pizza oder so. Wäre halt Ultra, aber habe ich glaube ich gerade nicht. Oder? Eis habe ich noch. Pinguine bin ich nur ein. Also nee, warte, ich muss ja eh danach essen. Erstmal Spray nehmen. Erstmal Spray nehmen. So, ich habe keinen. Trinken wir danach die Tablette. Ja, go, Jens, da geht mehr. Das ist dicht bei dir, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe ja gar nicht im Vergleich zu dir. Dann hat er Einstellung.
Jetzt machst du ein Ding. Sage ich dem Programm. DXLR. Numpad 4, zwei verschiedene Positions, ja. Ja. Ich glaube, das Voice mit der Mauer kommt. Das X-en. Das da. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ich hab nochmal restartet das Programm. Oh, Benzin ist leer. Schaff ich's noch? Ja, komm schon. So, jetzt geht's wieder. Grombi, moin. Bin grad hier. Irgendwann hier im Wohnzimmer, nehme meine Tabletten und gehe gleich wieder und hock mich hin. Was geht, was geht? Ich muss da raus, wie die Tastenkombination war hier. Hast du endlich Wochenende? Immer im Vordergrund war Windows Steuerung T. Ja, funktioniert wieder, passt. So, okay, jetzt habe ich das Spray genommen, kurz nichts gesagt, dann habe ich hier die Tabletten. Ne, warte mal, die und die Tabletten sie nehmen. Erstmal das Geräusch, jemand gelandet hier. Und freust du dich auf Wochenende, Grombi? Hast du was vor mit Familie?
schön an bei Freunden. Das klingt gut. Ach, du fährst ja ganz anders, James. Cool. Die Kurve. Toll. Ja, ich fahre gerade so ein bisschen auf schön. Schön okay. Gegen die Mann, meinst du? Ja, ja. Kannst du mal probieren. Dann hast du deine Ruhe, Grombi. Kannst du nach dort zocken. Genau. Hast deine Ruhe, bis alle losgeworden, so muss es sein. Eieiei, Grombel. Eieiei. Lass doch sowas. Gönn dir doch mal Ruhe. Also so hast du also deine Freunde. Du musst ihnen daran helfen. Ein Gag smasht dem anderen Gag den Popo, ich weiß es nicht. Okay, ja schön. Kochst du da oder was? Naja, das kannst du ja so ein bisschen. Von daher hast du schon. Bisschen Nudeln und Spiegelei schaffst du auch noch. Ich find's voll faszinierend, Jens, wie du das machst. Ja? Ja, ich mach das nicht so locker. Sieht voll gemütlich aus bei dir. Ja, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich hab schon das T-Shirt gewechselt, als ich das einmal auf dem Klo war. Oh. Wer weiß, bei uns sind 15 Grad draußen oder irgendwie sowas. Uiuiui. Ach, keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht warm. Hier gibt's doch Bonzen hier, Gorbi. Muss das sein. Eieiei. Irgendwas, ja, irgendwas, nee, ich bin gerade überlegen. Da ist keiner. Guck mal, da ist keiner. Aber der Gag ist weg. Der Celina ist einmal despawned. Der muss gleich schiffen. Dann geht's weiter. Kurz. Ich mache immer so einen Stint, so keine Ahnung, 10 bis 20 Runden, mache ich kurz ein bisschen Päuschen, so alle halbe Stunde mal 5 Minuten kurz aufstehen. Aber am ersten Tag mache ich das jetzt so. Mal schauen. Ich meine, manchmal auch eine Stunde durch, je nachdem. Krass, wieder hochgefahren ist, ja. Finde ich auch gut. Ich hätte auch keinen Bock, als vierfacher Weltmeister da hinten mitzufahren auf Platz 20.
gar keinen Bock. Schon richtig, schon richtig. Der hätte ich auch keine Lust drauf. Naja, alles richtig gemacht. Ich würde, hätte mal noch ein Team gewünscht, wo konkurrenzfähig ist, aber kann man ja nicht so wissen, ne? Wie gut du die fährst, Jens, oder? Ich bin am Schwitzen mal da. Ja, wie gesagt, einfach ist das nicht. Schon ein bisschen. Anstrengend. Ja, ja, schon, schon gut. Also die Familie jetzt vorschiebt, ist ja okay. Aber wenn er jetzt ein Auto hätte, was gewinnen könnte, würde er nie aufhören. Familie und Umwelt hin oder her, wenn er jetzt um den Sieg mitfahren könnte oder wenn er gewinnen würde, würde er niemals aufhören. Es ist ja gut, dass er das so macht, das finde ich auch toll. Ich hätte es, glaube ich, auch gemacht, wenn ich in seiner Lage wäre, weil es einfach nur zu verzweifeln ist aktuell, was da abgeht. Aber ich sag's dir, wenn er gewinnen würde, würde er nie aufhören. Das hat der Marc Surer gesagt, hat er schon recht. Ja, passt eh so. Ich finde es okay, sehr entspannt, dann kann er. Ich weiß aber nicht, ob unbedingt der Schumacher da rein soll in den Aston Martin. Ich finde das Team ist scheiße. Wie beim Haas. Ja, aber es ist ja kein gutes Team frei. Die ganzen guten Teams haben alle Verträge bis 2026. Ich glaube, dass der älter wird und kein gutes Team kriegt und dann tut er eine Formel 1 verrotten. Also traurigerweise, weißt du? Das kann ja auch sein. Also Ferrari ist bis 26 alles voll. Red Bull auch, Mercedes theoretisch auch. Also 4 Jahre jetzt warten und nach so einem Team mitfahren, ist auch kein Spaß. Also mal schauen. Wünschen würde ich es ihm auch. Aber schwierig. Schwierig, 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 sage ich dir. So. Rostzwerg. Ja, aber es ist langsam so, es gibt keine deutschen, wirklichen deutschen Nachfolger. Das war's dann. Kommt doch keiner mehr nach. Deutschland fördert das auch das Ganze nicht. Gibt's ja keine Förderdinger mittel. Man braucht da, muss ein Millionär sein. Da geht's. Das bleibt halt aus. Das bleibt halt aus.
Nein, wenn jetzt der Pol es nicht zu sehr versaut, dann wird Max auch noch genauso Weltmeister viermal hintereinander wieder Vettel. Und dann, wenn die neuen Motorengenerationen wiederkommen, ist mit Pech wieder vorbei, wenn Porsche nicht liefert. Mal gucken. Oh. Heineken hat Heineken, oder? Und jetzt? Also Grommels, wann fährst du nicht mehr mit, dein Wert? Da Grommel. Ich hab Hunger, Jens. Ich will mal kurz aus der Mikrofon-Range, Moment.
Also, Jens, wenn du nicht böse bist, esse ich kurz eine Kleinigkeit. Okay? Mach das. Ich finde es total cool, wie smooth du das fährst, Mann. Ja, also ehrlich gesagt, das sieht für mich sieht das bei dir auch immer so aus. Das sieht für mich bei dir immer so aus, als wenn du da über die Strecke fliegst. So ganz komisch. Dabei lenkt man und quält sich und betet, dass auch die Kurve vorbei ist irgendwann. Bei der zum Beispiel 4 Stunden lang Kurve. Alter, ein kleiner Teller ist auf einem großen Teller drauf. Was runtergefallen. Mal kurz eine Minute AFK, ja? Aber nur eine Minute. Wie? Keine Gabel mehr, oder was? GG. Die mir abwaschen. Kleine Essenspause hier, einfach fertig. Also, ist mir jetzt egal. Training hin und her. Ich krieg meine 8 Stunden locker hin heute. Ja, einer muss es ja machen, Grombi. Einer muss es ja machen, weißt du? Und ich bin stolz drauf. Ich glaube, du bist auch stolz auf mich. Irgendwann. Wenn ich es mir auch scheißegal. Sack. There's a man. Being such a good girl, Honig. So, schön ein bisschen was mampfen. Noch eine Spezie saufen und dann gestärkt ein paar Runden fahren. Einfach so. Das passt. So. Und dann morgen ab in die nächste Strecke. Beste. Schon genug gefahren jetzt hier. Und hier dunkel gemacht. So. Möchte mal dich hier fahren sehen, ne? Ich glaube, bitte mal schon mal, wer aus dem Meer ist. Kleiner Sack. Sackgesicht hier. So ein Ding. Alexa, wie ist der Timer? Du hast 1 Stunde und 20 Minuten verbleibend auf deinem 8-Stunden-Timer. Okay, bescheid. Das ist gut. Boah, ich schalte mal trotzdem hier in das Wohnzimmer.